ihr hübschen, schönen, aufmerksamen, aufrichtigen, wundertollen, supergeilen Menschlein. Ich bin mega froh, dass ihr eingeschaltet habt. Hello, hello. Wir haben heute Mittwoch, 25. August. Es ist 12.37 Uhr und ich wollte gerne hier den Vlog anfangen, because ich bin gerade alleine. Ich habe parallel Besuch, mein Freund ist da, also ein Freund ist da und die drei Männer sind jetzt mit dem Rio in der Sonne und ich muss hier aufräumen. Leute, 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 was hier ein Chaos ist, you can't believe. Und wenn ich gerade schon so schön hier sitze, da ist meine neueste Errungenschaft. Eine Alocasia, Hashtag Elefantenohr. Guckt sie euch an. Welch Schönheit. Oder? Die hat so mega große Blätter. Guckt euch das mal an. Hammer! Und da hat sie schon ein neues. Und gerade ist mir eben aufgefallen, ihr wisst, was ich meine, ja, also sprechen ist nicht meine Stärke, ist mir aufgefallen, dass ich die unbedingt umtopfen muss. Ich habe sie gestern käuflich erworben für einen Preis, der unschlagbar ist, ja, war. Und ich musste sie einfach mitnehmen und dann habe ich sie hier hingestellt, abgesprüht und ein bisschen umsorgt. Und ich wollte sie eben düngen und da wollte ich mir vorher aber die Wurzeln angucken. Und Achtung, haltet euch fest, was ich gesehen habe. Die Wurzeln kommen schon unten raus. Und das bedeutet, ich muss die heute noch umtopfen in einen größeren Topf. Das mache ich auch noch. Aber ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen klar Schiff machen, weil, wie gesagt, ich bin alleine. Da muss ich noch Mittagessen machen und alles mögliche. Wäsche zusammenlegen, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen. Rios Zimmer aufräumen, saugen, unten wischen und pipapo. Richtig hart, also wir haben einiges vor. Und ich nehme euch jetzt mit. Ich dachte, ich fange hier den Vlog an, damit ich für euch dann auch was Schönes zum Posten habe. Hier ist meine Wäsche, die ich noch zusammenlegen muss. Ich freue mich. Das mache ich alles später. Ich werde als allererstes jetzt nach unten in die Küche gehen und werde wischen, weil wenn die Männer dann irgendwann wiederkommen und es ist nicht gemacht, es ist Kacke einfach, weil dann Hund und Kind und die rennen da alle rum. Das ist ein bisschen crazy. Darum will ich das jetzt als erstes machen. Ich habe schon gefegt. Das kann ich jetzt gerade schon wieder machen. Also I love it. Fliesen, also das ist echt hart. Da musst du wirklich ewig bürsten, wollte ich gerade sagen. Fegen und putzen und machen tun. Aber es nützt alles nichts. Also ich muss es jetzt machen. Und ich nehme euch heute mit. Vielleicht wird es sogar ein Putz-Vlog, weil, wie gesagt, ich habe einiges zu tun. Und ja, dann erzähle ich euch noch einen Haufen Zeug. Da wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Und wir schreiten also jetzt so peu à peu vor. Ich wollte euch aber sehr gerne mitnehmen, weil ihr mögt ja eigentlich meine langen Videos. Und dieses Video wird auf jeden Fall wieder ein etwas längeres. Ich muss jetzt als allererstes die Spülmaschine aus- und einräumen und dann muss ich kurz wischen. Wenn ich das gemacht habe, dann müssen wir uns kurz mal mit dieser hier und mit dieser hier beschäftigen und mit diesem hier. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch dann gleich, wenn es soweit ist. Und jetzt schneide ich euch einen kleinen Zeitraffer rein, damit ich hier ein bisschen vorankomme. Ich hoffe, ihr freut euch über den Vlog. Ich hoffe, ihr findet den Vlog am Ende natürlich auch gut und gelungen. Ich bedanke mich herzlichstens bei euch für eure ganzen Resonanzen zu meinen Hochzeitskleidern. Vielen, 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 vielen Dank. Ich schätze eure Meinung sehr. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Vlog.
So, das war jetzt meine Spülmaschine, die läuft jetzt. Jetzt werde ich kurz mal hier das Wasser einlassen. So, da kann sich nämlich mein Glücksbäumchen voll saugen. Und ich hole auch noch meine Orchidee. Die muss ich nämlich auch wieder voll saugen. Die wunderschöne, ich finde die so schön. Die hatte ich ja von der Arbeit bekommen. Darum umsorge ich sie ganz, ganz doll, damit sie mir bloß nicht kaputt geht. So. Guckt euch an, wie schön die ist, oder? Ich sterbe. Die ist so toll. Also der muss ich voll saugen. Aber der ist noch gut. Den lasse ich noch. So, dann kann der da erstmal rummachen. Herd habe ich schon sauber gemacht. Jetzt als allererstes einmal durchfegen und wischen. Und wie gesagt, ihr seid mit dabei. So, das war das Saugen. Ey Leute, mit drei Erwachsenen und einem Kind und einem Hund. Hölle. Hölle. So, jetzt brauche ich den Wischer. Aber wo ist der Wischer? Hier. So, der muss ja jetzt erstmal warm werden. Ganze Küche liegt voll mit Gedöns. Ich habe nämlich gestern angefangen, mein Wedding Dress ein bisschen umzugestalten. Ich habe mich entschieden für eins. Und das erzähle ich euch aber nicht. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist, welches Kleid ich anziehe. Da wollte ich mich auch nochmal bedanken bei euch für eure tolle Rückmeldung. Habe ich, glaube ich, schon. Und ach so, gestern morgen waren der Herzog und ich bei einem Termin. Und bei diesem Termin haben wir offiziell, hochoffiziell, das Datum festgelegt für unseren Hochzeitstag. Ich weiß also jetzt genau, wann wir heiraten, an welchem Tag, an welchem Datum. Und es ist alles offiziell angemeldet, alle Unterlagen sind abgegeben, alle Klarheiten sind beseitigt. Und somit steht nichts mehr im Wege. Es steht nichts mehr im Wege. Wir werden bald heiraten. Juhu! Ich bin so glücklich. Ich freue mich so. Aufgeregt bin ich noch nicht, aber ich freue mich. Und das wird so mega spannend, Leute. Voll krass hier, du. Das wird echt hammermäßig. So, und jetzt muss ich kurz warten, bis es warm ist. Und in der Zeit kümmern wir uns kurz mal hier um dieses Schätzchen hier. Nehme ich mal mit hier hin. Moment. Ach, geht ja gar nicht. Jetzt muss ich wieder nach oben latschen. Achtung, ich muss kurz mit. Weil die Pflanze, die ich euch gerade gezeigt habe, die hat nämlich, haltet euch fest, Blattläuse. Ich freue mich nicht. Aber das ist kein Problem. Ich bin ja schlau und weiß, wie ich die wegkriege. Das zeige ich euch jetzt. Also wenn ihr vielleicht auch Blattläuse habt, dann könnt ihr jetzt hier den ultimativen Tipp bekommen. So. Ich muss mal kurz hier meine Sprühflasche leer machen. Da kommt nämlich jetzt... Aua! Da kommt nämlich jetzt dieses Gemisch hier rein. Das ist ein halber Liter Wasser. Da waren zwei Teebeutel schwarzer Tee drin. Also zwei Beutel schwarzen Tee in 500 Milliliter Wasser. 15 Minuten ziehen lassen und dann natürlich abkühlen lassen. Und dann besprüht ihr eure Pflanzen damit, die von Blattläusen betroffen sind. Und da kann auch nichts passieren, wenn ihr zum Beispiel ganz empfindliche Pflanzen habt. Kein Problem, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die vertragen das auch. Also der schwarze Tee an sich ist kein Problem für eure Pflanzen, aber für die Blattläuse.
Die werden dadurch nämlich abgetötet. Wenn ich gleich nochmal welche sehe, dann zeige ich sie euch auch nochmal. Die blöden Säue. Ja, ja, hier sind sie. Ich sehe sie schon. Da ist eine. Beispielsweise. Da. 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 Jetzt ist mein Akku leer. So, also ihr habt es gesehen. Hier ist jetzt das Gemisch drin und die sprüht man einfach so ab. Also besonders natürlich auch die Stiele, weil auf den Stielen ist es natürlich mehr, ja, als überall anders. Da wollen wir mal. So. Wollen wir mal kräftig alles absprühen. Hier hat die mega Sauerei. Freue mich nicht. So, guck mal, ob ich euch irgendwo hinstellen kann. So geht's. Ah! Wait a second. So geht's. So, okay, die Sprühflasche kann dann mal direkt in die Tonne. Aber ich habe es jetzt einfach so mit der Hand gemacht. Mal gucken. Hauptsache die Stängelchen sind schon besprüht. Und jetzt gucken wir mal, was das bringt. Stell die jetzt erstmal wieder hier hin. So, und jetzt erstmal wischen. One eternity later. Hallöchen, ihr Lieben. Sorry, sorry, es ist 4 Millionen Jahre später. Wir hören Weihnachtslieder. Es ist aber noch nicht Dezember. Ah, der Rio, der hörte Weihnachtslieder. Heute ist der 27. Freitag. Es ist 16.23 Uhr. Entschuldigung. Wir haben eben gegessen. Es war ein bisschen spät heute alles. Der Rewe ist jetzt da im Zimmer am Spielen. Ich mache hier oben so ein bisschen Sachen, zeige ich euch gleich. Der Herr Zorro ist unten mit einem Freund von uns. Die erzählen sich da was. Und ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen Staub geputzt. Da ist noch ein bisschen feucht, man sieht's. Und die habe ich auch mal abgeputzt. Kamin habe ich mal abgeputzt. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich die hier dahin stelle und die dafür dahin stelle. Das probieren wir jetzt gleich zusammen mal aus. Und die hier muss noch umgetopft werden. Das hatte ich euch schon im letzten Video erzählt. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. So ist es. Ich probiere das mal gerade aus. Ich stelle euch mal hin. Gefällt mir auf jeden Fall besser als vorher, muss ich sagen. Passt da auf jeden Fall besser hin. Jetzt noch einen schönen Topf, so einen vielleicht. Die bräuchte aber einen Hocker oder so. Aber so gefällt es mir jetzt erstmal besser. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommis schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Bin ja offen für sowas. So. So, und jetzt überlege ich, ob ich dieselbe noch mal hier hinstelle. Ich habe noch unten noch eine. Ich glaube, das mache ich auch. Aber die braucht auf jeden Fall was zum. Da mache ich das jetzt ganz schlau. Oh, ist die schwer. Oh. Die Hantel, Altobelli. Dann kommt die Hängematte.
mal hier rein. Ich brauche die Kiste hier gerade nicht. Stelle ich die mal übergangsweise da drauf. Das gefällt mir jetzt aber auch gar nicht mal so schlecht. Oh Leute, sorry, ey. Ich hatte ja Besuch und dann bin ich auch zu nichts gekommen. Tut mir echt leid, ey. So, jetzt gucken wir nochmal. Also die passt da jetzt natürlich nicht hin, aber wenn die beide denselben Topf haben und da vielleicht nochmal so eine Kiste. Dicki-Dacki-Häuschen! Dicki-Dacki-Ducki-Häuschen! Beim Rio übrigens haben wir die Lampe installiert, die gefällt mir aber nicht. Die muss wieder da weg, weil die gibt überhaupt kein Licht ab. Also ihr seht, es ist überhaupt nicht hell. Hallo! Hallo! In einem Ticki-Tacki-Ducki-Häuschen wohnt ein glitzekleiner Mann. Stell mal den Stuhl wieder zurück an den Tisch. Super, stell wieder zurück, Achtung. Bravo, danke schön. Sehr gut. Du hörst nur Weihnachtslieder. Und die Schale kann auch auf den Tisch. Ja, was ist das? Tu wieder rein in die Schale und die Schale auf den Tisch. Das Fenster geht jetzt übrigens auch komplett auf. Ich freue mich, das ging ja nicht auf. Hallo? Achtung, die Schale steht hinter dir. Kuckuck! Hallo Rio! Oh, kann man da schön kuscheln? Kuschel? Ja, also ihr seht, hier hat sich noch nicht großartig was verändert. Das mit dem Bett, das haben wir erstmal verworfen. Das erzähle ich euch mal anders. Also die Lampe gefällt mir hier gut, aber die ist einfach nicht hell genug. Darum muss sie wieder weg. Ja, bitte? Das Zimmer gefällt mir immer besser. Je öfter ich mir das angucke, umso besser gefällt es mir. Das haben wir gemacht. Die habe ich gegossen, die habe ich gegossen. Die brauche ich nicht gießen, die kriege nur ein bisschen. So, jetzt muss ich aber noch die hier. Ich höre nur noch Weihnachtslieder hier. Hoffentlich fuckt YouTube sich nicht ab, weil ich hier die Musik im Hintergrund habe. Oh, ist mein Akku schon wieder leer. Ich bin echt total gut vorbereitet. Aber ihr seht, das ist immer spontan. Wenn ich gerade kann, dann fluppt nämlich sofort die Kamera. Ich gehe mal gleich kurz den Akku wechseln. So, Akku ist gewechselt. Jetzt kann ich mal kurz überlegen. Ob ich vielleicht eine mit nach oben nehme. Meine Diffenbarche, ey, die regt mich auch auf. Den gelben Sticker kann ich dann auch rausmachen. Der kann weg, der gelbe Sticker. Ist alles wieder gut.
Das ist ja dieselbe wie die hier, nur in mini. Mini, mini, klein. Okay, das gefällt mir erstmal gut. Ich gehe mal weiter zurück. Hier sollen Bilder hin. Da auch. Der Herr Zorro hat erst gesagt, er will hier seinen Kontrabass so hinhängen. So. Aber will ich nicht. Darum kommen jetzt hier Bilder hin. Und dann hat sich das da auch erledigt. Hier oben kommt ein Bild hin. Hier ist ja das Regal. Mal gucken, was hiermit ist. Den Spiegel. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Spiegel. Ich hatte vielleicht überlegt, unten in den Flur eventuell. Weiß ich jetzt aber noch nicht. Die hier. Ich muss mal kurz ein bisschen räumen, ihr Schönen. Sorry, ihr Schönen, der Herr Zorro kam gerade. So, also ich habe es jetzt mal, hab die jetzt mal dahingestellt. Wie gesagt, den Spiegel. Ich weiß nicht. Eigentlich würde ich den gerne hier hinhängen. Oder ich stelle die dahin. So. Und den Spiegel. Gefällt mir jetzt auch nicht ganz so gut, aber schon mal besser als eben. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Weil da sind noch zwei Löcher. Da könnte man den ja optimal aufhängen. Aber ich finde es ganz geil wegen den Outfit of the Day Fotos, wenn der auf dem Boden steht. Mal überlegen. So, okay, der Kontrabass. So gefällt es mir jetzt erstmal ganz gut. Guck mal, wie schön die geworden ist. Die hat hier nur noch 4, 5 Blätter und alle diese ganzen Blätter sind alle neu. Also alle die mit den dunklen Flecken, man sieht's ja. Und ich überlege, ob ich die abschneide. Das hier, das da. Die beiden, ich schneide die auch ab. One eternity later. Hallöchen, ihr hübschen, schönen, aufrichtigen, liebenswürdigen, tollen Menschlein da draußen. Ich bin mega froh, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist heute der 29. August, Sonntag, 10.44 Minuten. Und Leute, ich sag's euch, ich komme gar nicht mehr klar. Ich muss mich erstmal eine Runde bei euch auskotzen, ja? Also, ey, ich flippe aus hier. Ich verstehe nicht, wie ein einziger Mann in einem Haus in so kurzer Zeit so ein Chaos machen kann. Ich krieg's nicht auf Kette. Ich weiß nicht, wie das geht, ey. Ich krieg einen Vogel. Ich habe jetzt schon angefangen, ja? Also, es ist jetzt schon um Welten besser als vorher. Ey, ich flippe aus. Alles bleibt stehen, alles bleibt liegen. Der macht sich einen Kaffee, dann steht der Kaffee da, dann steht der Löffel da, der ganze Kaffee verschüttet. Überall ist Kaffee, dann, ich kann nicht mehr. Steht der Wasserkocher da? So, dann macht er sich gestern, so, dann macht er Gurkensalat. Alles klar, er macht Gurkensalat. Überall liegt die Zwiebelhaut, überall liegt die Gurkenschale. Brettchen steht da, Messer steht da. Ey Leute, ich komme gar nicht mehr klar. Der Joghurtbecher steht auch noch überall rum. Und hier und da und jenes. Hier liegt der Dingsbums Knoblauch. Why on earth? Ich verstehe es nicht. Wisst ihr was? Ich sag's euch ganz ehrlich. Wenn mein Mann alles das wegräumen würde, was er selber irgendwo hinstellt, dann hätte ich doppelt so viel Zeit im Leben. Locker, really. Ich erzähl keinen Müll. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, furchtbar. Anyway, heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neuer Vlog und ich habe jetzt gerade hier die Spülmaschine eingeräumt. Der Herr Zorro ist jetzt, Gott sei Dank, mit dem Rio auf ein Playdate gefahren. Und ich muss jetzt erstmal hier aufräumen, also sonst geht hier gar nichts mehr. Eigentlich hatte ich euch eben schon erzählt auf Instagram, dass er eben wegfährt und dass ich jetzt Me-Time habe. Was bedeutet Me-Time für eine Mutter? Genau. Putzen, Haushalt, Wäsche, aufräumen, sortieren, machen, tun. Ja? Das ist jetzt meine Me-Time. Aber wir wollen nicht weiter negative Schwingungen verbreiten oder rummeckern. Es ist, wie es ist. Und wir probieren einfach das Beste daraus zu machen. Und ich wollte euch heute auch noch ein bisschen ein paar schlaue Sachen erzählen.
Aber jetzt muss ich erstmal hier kurz meine Spülmaschine weiter zu Ende einräumen. Also Spülmaschine einräumen mit einer Single-Spülmaschine ist das Einräumen der Spülmaschine so ein bisschen wie Tetris. Ja? Also je besser man einräumt, umso mehr passt rein. So, jetzt habe ich das schon mal drin, das schon mal drin. Jetzt muss ich mal genau gucken, weil ich hasse es. Alles ist fertig, alles ist drin. Man macht die Spülmaschine an. Was passiert dann? Genau, man findet nur erstmal 10 Teile, die man hätte eigentlich noch mit reinwürfeln können. Es ist so schlimm. Ich muss mir erstmal hinsetzen. Erstmal hinsetzen. Ach, Leute, von heute, ey. Krieg schon Pickel. Da ist übrigens Günther. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich. Ja, also so viel dazu. Oh, Jesus. Also das. So, dann muss ich jetzt gleich mich anziehen, mit der Olga gehen. Und wenn ich wiederkomme, dann kann ich endlich duschen gehen. Und dann muss ich hier alles saugen. Dann muss ich Wäsche machen. Wäsche wegsortieren. Dann muss ich Rios Zimmer aufräumen. Dann muss ich heute noch die Betten beziehen, weil morgen muss ich wieder arbeiten und dann geht wieder gar nichts mehr. Also es sind nur 2 Tage. Es ist jetzt nicht so ganz so schlimm, aber ich will es heute noch erledigt haben. Ja, dann kann ich euch kurz erzählen, was heute noch so geplant ist. Also wie gesagt, ich muss jetzt erstmal gleich mit der Olga gehen. Dann, wenn ich mit der Olga gegangen bin, gehe ich duschen. Dann muss ich alles abputzen. Also hier oben mal die Arbeitsplatten abputzen. Dann muss ich saugen, das ganze Haus. So, dann muss ich heute den und den Teppich waschen. Der geht nur, also einer geht nur separat in die Waschmaschine, weil sonst wird mir das zu schwer vom Gewicht. Dann muss ich heute noch die Betten beziehen. Dann muss ich noch Wäsche machen, Wäsche verräumen. Dann Rios Zimmer. Und dann muss ich heute meine Pflanze umtopfen, beziehungsweise mehrere Pflanzen. Ach, kann ich ja gar nicht. Gut, hat sich das erledigt. Ich kann sie nicht umtopfen, weil ich habe keine passende Erde. Das geht nicht. Okay, verwerfen wir das, aber den Rest halt. Und hier, ich habe gar keinen Bock gerade. Ah, das ist ja super, wenn der Herr Zorro nicht da ist. Da kann er mir auch nicht reinreden. Ich zeige euch jetzt mal, was ich nämlich machen will. Ich will den Tisch, weil immer wenn ich hier rein will und jemand da sitzt, dann immer muss man da so, das nervt einfach. Ich will den Tisch, der Hochstuhl geht erstmal da weg. Dann wird der Tisch so dahingestellt, also so, dass er hier steht. Der und der Stuhl dann so davor und der Hochstuhl da davor. Dafür muss ich aber das hier etwas weiter nach da manövrieren, was nicht schlimm ist, weil ihr seht ja, es ist ja noch locker Platz. Ja? Also der kann locker noch so bis hier, kann er weiter rutschen. Das will ich heute mal machen, weil das nervt so hart, immer mit diesem Aufstehen und kannst du mal und machst du mal und ja, also habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt, ihr Schönen, gehe ich erstmal ganz kurz eine smoken, weil ich muss mich mal ein bisschen abregen. Und ich möchte auch gerne mal diese wunderschöne, unfassbar tolle, kurze Stille genießen. Also, bis gleich. So, ihr Hübschen, sorry. Ich habe mich gar nicht erst umgezogen. Ich war einfach so mit der Olga kurz und fertig ist. Und jetzt will ich kurz mal hier die Arbeitsplatte noch abputzen. Und dann gehe ich nach oben. Es ist so lacher. Die probieren ihren Hund zu trainieren. Der geht immer zu weit nach vorne. Also der zieht an der Leine. Und dann probieren die jetzt zu trainieren, dass er hinten bleibt. Aber es funktioniert vorne und hinten nicht. Ich lache mich jedes Mal so ein bisschen tot. Ist einfach so. So. Ich werde jetzt auch erst saugen, weil, warte, Quatsch, ich sauge, da bin ich schon wieder tot geschwitzt. Darum sauge ich jetzt erst und dann gehe ich duschen. Hier sind noch so ein paar Kekse vom Rio, die lasse ich hier stehen.
Tomaten. Ich habe so viele Fliegen hier, Leute. Ich komme gar nicht mehr klar. Wegen der ganzen Rinder. Fläschchen vom Rio. Mir mal gerade eine Cola aufgemacht. So, jetzt muss ich erstmal das ganze Zeug hier wegräumen. Runterräumen. Das war Nummer uno. Okay. Jetzt muss ich da noch. Der Rio hat hier noch seine Pixies. So, Jacke. Kommt weg. Obwohl, die kann ich erstmal hier hängen lassen. Wäsche ist noch nicht voll genug. Das reicht noch nicht. Guck nochmal nach dem Holz. Gestern, Leute, ich habe es gar nicht erzählt bis jetzt. Gestern Abend, ganz spät Abend, ich glaube, es war kurz vor 11 oder so, war ich auf dem Klo und will gerade zum Waschbecken gehen, Hände waschen. Sitzt da hier. Genau da. Die mega Spinne. Ich dachte, ich raste aus. Ich habe mir den Zorro geholt, konnte der schön die Spinne wegmachen. Komme ich hier raus, saß da oben noch eine. Ey, wenn der nicht da gewesen wäre, ich hätte einen Anfall gekriegt. Viel zu krass. Der Rio hat übrigens den Zollstock gedamaged. Den brauche ich jetzt gleich, damit ich die Breite von dem Vorhang ausmessen kann. Gestern, als der Herr Zorro oben schon im Bett war, habe ich angefangen, mein Hochzeitskleid zu modifizieren. Jetzt glitzert es ein wenig. Seht ihr das? Ich muss jetzt erstmal saugen, die ganzen Hundehaare. Und meine dumme Diffenbarche, keine Ahnung, was die hat. Mit den Diffenbarchen habe ich es ja eh nicht so, ne? Ihr wisst Bescheid, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Die hier ist gut. Mal ein bisschen drehen. Also die ist wirklich gut. Aber Ette hier, ihr seht, also die, ich komme mich mit diesen Arten hier komme ich nicht klar. Das ist die Art, die oben gerade in ihrem Regenerationsprozess oben steht, die ganz kleine. Ich weiß nicht, warum ich mit denen nicht klarkomme. Ich kann es mir nicht erklären, aber so ist es einfach. Und dann habe ich mir diese schöne hier mitgenommen letztens. Sieht die nicht geil aus? Voll das schöne Ding. Man kann nicht mit allen Pflanzen klarkommen, das geht nicht. Ich habe so viele unterschiedliche Pflanzen mit so vielen unterschiedlichen Anforderungen. Es ist einfach, wie es ist. So, ihr Lieben, entgegen der Voraussage und Versprechung ist der Zorro schon wieder da. Ja, ich kann schwer ausflippen. Und jetzt habe ich hier umgestellt. Sieht total kacke aus. Ich dachte, hier noch ein Schränkchen hinzustellen. Aber das sieht einfach nicht aus. Erstmal kommt man da nicht mehr vorbei. Außerdem gefällt es mir so nicht. Also, alles wieder zurück.
So, okay. So gefällt es mir auf jeden Fall besser, weil ich möchte, dass man hier drumherum gehen kann. Und den habe ich gerade mal ausgemessen. Der passt auf jeden Fall vor die Haustür direkt. Wunderbar, ich freue mich. Und der Zorro, eben habe ich mich noch über den Staubsauger aufgeregt, kommt mit einem neuen Staubsauger an. Bäm! Opa, geil. Ich freue mich. Den brauche ich jetzt gleich noch für oben. Jetzt gucke ich aber erstmal, was der Rio macht. Wäsche läuft, ein Läufer und Wäsche. Gucken wir, was der Rio macht. Oh, ist mir jetzt warm. Hallo! Hallo! Hat der Papa dich gar nicht ausgezogen? Wollen wir mal den Pullover ausziehen? Ist warm, gell? Einmal den Hund loslassen. Andere Seite. Möchtest du mehr gucken? Gut. Warte. Achtung, Kopf jetzt. Super. Und die dicke Hose auch ausziehen? Einmal hinstellen, bitte. Oh oh, mein Akku ist leer und ich muss abschalten. Bitte stell mich auf die Ladestation. Müssen wir erst aufladen wieder, okay? Ja? Ja. Mama hinstellen. Ups. Mama. Sag, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja. Warst du tighter mit deinem Papa? Warst du tighter, tighter? Warst du spielen? So, jetzt kannst du noch mal gucken. Hallöchen. Ja. Nee, kann man nicht da hinstellen, dann sieht man ja nichts mehr. Guck, wenn ich das hier hinstelle, das bringt ja gar nichts. So machen. So ist besser. Hallo. Hallo. Nicht da drauf fassen, bitte, ne? Nein. Komm her, du hast doch hier deine ganzen Sachen. Guck mal. Hier. Flasche. Ich sitze hier auf dem Affe. Affe. Affe, wie macht der Affe? Nicht da drauf fusseln. Dann bin ich sauer. Hast du ein Bitcoin? Der Rio hat ein Bitcoin. Moment. Das ist deiner, ne? Oh. Zeige, zeig mal. Oh, einen echten Bitcoin? Ulala. Ulalalalala. Kann man gar nicht rausholen. Der ist ganz fest da drin, ne? Der Bitcoin. Wow. Darf ich nochmal zeigen? Guckt mal. Und die andere Seite. Wow. Hammer. Hammer, Hammer. So, jetzt haben wir die Hose ausgezogen. Hier ist der Hund. Ups, wo ist denn jetzt die Hose? Ach da. Mama ins Badezimmer mitnehmen und ich gehe jetzt als allererstes mal duschen. Den müssen wir aufladen, ne? Okay. Erstmal den Tommy. Okay, ihr Hübschen. Ach, die Wäsche ist auch trocken. Ja, dann nehme ich die erstmal ab. Ich nehme die mal ganz kurz ab.
So ihr Lieben, mir ist gerade was eingefallen, beziehungsweise ist mir gerade was in die Hände gefallen. Und zwar vor ganz langer Zeit, ich gucke mal, ob ich eventuell, ach, ich glaube nicht, dass ich das Video so schnell wiederfinde, egal jetzt. Auf jeden Fall habe ich vor ganz langer Zeit mal eine Kooperation gemacht mit einem Unternehmen. Die beschäftigen sich mit so Low-Waste-Möglichkeiten in Bezug auf die weibliche Periode. Und dieses Unternehmen heißt Mr. Leon. Und Mr. Leon hatte mir damals, ich habe hier noch eine, Mr. Leon hatte mir damals nämlich wiederverwendbare Einlagen Binden zur Verfügung gestellt, um sie euch vorzustellen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig überzeugt davon. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Aber ich habe hier letztens die Kommode, Wickelkommode aufgeräumt und da ist mir das Päckchen wieder in die Hand gefallen. Und ich wollte euch die in diesem Video hier sehr gerne mal nochmal zeigen, denn ganz ehrlich, ich sage es euch ganz ehrlich und ihr wisst, ich erzähle euch nie irgendeinen Quatsch oder sonst irgendwas. Habe ich in meiner letzten Periode diese Einlagen benutzt, für euch getestet und ausprobiert. Ich bin wirklich jetzt überzeugt von diesen Einlagen. Wirklich, wirklich. Das Problem mit diesen Einlagen, das ist jetzt Always, keine Werbung, ja, also ich wollte es euch nur mal zeigen. Das Problem mit diesen Einlagen ist ja folgendes. Erstmal ist es ein Haufen Müll und sehr unangenehmer Müll. Als zweites ist einfach natürlich trotz all der ganzen Testerei und Optimierung diese Einlage immer noch unangenehm im Thema Gefühl, Tragekomfort zu tragen. Und es ist immer so, dass ich immer denke, oh Gott, hoffentlich ist alles dicht, hoffentlich hält alles. Sorry ihr Lieben, der Herr Zorro da unten schon wieder am Saugen, ja, der macht mich wahnsinnig. Was ich euch dazu sagen muss, ist, ich trage keinerlei OBs. Ich bin ein absoluter, Nicht-OB-Träger sozusagen, Trägerin. Und ich sage euch auch warum. In meinem Verständnis, ich sage es immer wieder, jeder kann machen, was er will. Jeder kann seine Vorteile rauskristallisieren für sich selber, wie er das möchte, wie er das für richtig hält. Aber in meinem Verständnis ist es so, wenn man OBs trägt und ein OB einführt, ist das immer, immer, immer ein Fremdkörper für den Körper. Und auch in Bezug dann auf Scheidenflora und Pium-Pam-Po, ja, also das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte es einfach nicht und ich mache es einfach nicht. So, Punkt. Und darum habe ich bisher diese Binden getragen. Aber jetzt habe ich in der Tat die Binden von Mr. Leon genutzt, eine ganze Periode lang. Und ich sage euch, Leute, ich bin wirklich davon überzeugt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt zeige ich euch erstmal die Einlagen. Hier, ihr schön, seht ihr erstmal das Logo von Mr. Leon, da mit dem süßen Pinguin. Und hier seht ihr jetzt also die Einlagen. Das sind jetzt insgesamt, war das ein Viererpack. Hier seht ihr die, das ist die Innenseite, das ist die Außenseite. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen anderen Aufmachungen, Motiven noch, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das ist die Innenseite. Und die installiert man ganz normal wie eine normale Binde. Also hier wäre jetzt der Schlüpper. Und dann hat man hier einen Druckknopf, wo man eben die Binde im Schlüpper so fixieren kann. Beim allerersten Tragen war mein Problem ein bisschen, je nachdem halt, was man so macht, dass mir die etwas verrutscht sind. Da habe ich dann überlegt, vielleicht wäre es schön, wenn man dieses Stückchen hier ein bisschen breiter hätte, damit man eben vielleicht drei oder mindestens zwei Druckknöpfe hätte. Aber jetzt beim Tragen ist es okay gewesen. Ich habe dann einfach ein bisschen engere Schlüpper angezogen und dann war das auch auf jeden Fall total in Ordnung.
Und wie ihr seht, für unterwegs könnt ihr die hier so zusammenrollen. Das ist auch ganz easy. Alles fix und fertig kann man dann in so einen kleinen Beutel noch reinmachen oder so in so einen Nassbeutel. Also ich finde es richtig, richtig cool. Und die wollte ich euch sehr gerne zeigen. Und ich werde auch mal ganz vorsichtig anfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, für euch vielleicht im nächsten Video einen kleinen Rabattcode zu bekommen oder eben für Instagram. Will ich mal gucken. Die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Die sind richtig toll. So, haben wir das auch gemacht. Jetzt gehe ich duschen. One eternity later. So, ihr Hübschen, es ist 1000 Millionen Jahre später. 4:05. Ich habe jetzt gerade hier meine Nudeln rausgesucht. Und mache jetzt Bandnudeln mit Garnelen in Sahnesoße, weil Rio die so gerne mag. So, 5:05. Der Rio geht weiter. Tschüss. Tschüss. Und ich bin schon wieder vor demselben Elend. Ich freue mich. Mache ich das jetzt fertig, dann gehe ich mit dem Rio nach oben, Schlafanzug anziehen. Und so weiter. Jetzt der Akku leer. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.